Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim in Vertretung für den Martin und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 28. März. Heute dabei Google Maps, Tenor, Apple Event, Space Gray und der Huawei Event. Ja, und der Martin ist auch bei dem Huawei Event in Paris, aber dazu später mehr. Beginnen tun wir mit Google Maps. Die bekommen jetzt Unterstützung für 39 neue Sprachen, unter anderem Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Türkisch. Und ich dachte echt, die Sprachen gab's noch nicht? Tja, ist wohl so. Und insgesamt werden diese 39 Sprachen von 1,25 Milliarden Menschen auf der Welt gesprochen. Also ein Riesenmarkt, der jetzt auch mit Google Maps in seiner eigenen Sprache jeweils interagieren darf. Schöne Sache. Bleiben wir aber bei Google. Die sind jetzt kurz davor, Tenor zu kaufen. Tenor ist eine Plattform für GIFs. Die unterstützt unter anderem auch diverse Keyboards für Smartphones und ist in Messengern wie dem Facebook Messenger integriert. Und wenn Google die jetzt gekauft hat, sollen die aber weiter als eigenständige Marke innerhalb von Google agieren können und sind natürlich großer Konkurrenz ausgesetzt, und zwar Giphy, dem Platzhirsch. Tja, schauen wir mal, was das so wird und ob das Sinn macht. Es macht auf jeden Fall Sinn, weil Tenor sich in den letzten Monaten immer mehr als Suchmaschine klassifiziert und platziert hat. Und da ist natürlich Google eine gute Mutter, wenn man dann da untergebracht wird. Ja, das große Thema aber ist wohl auch unter anderem der Apple-Event von gestern. Es war ein Event für Bildungseinheiten, also für Schulen, also Bildungsinstitute besser gesagt. Und er wurde nicht in Kalifornien durchgeführt, wie die meisten Apple-Events, sondern in Chicago. Ja, und neben diversen Softwarelösungen wurde natürlich auch Hardware gezeigt. Und zwar, wie schon vermutet, ein neues iPad. Und zwar ein iPad mit 9,7 Zoll, das ansonsten technisch wie das aktuelle normale iPad auftritt, aber auch den Apple Pencil unterstützt. Der Killer hierbei ist allerdings wohl am meisten der Preis, denn für Bildungsinstitute kommt das Gerät für $299 an den Mann, wollte ich sagen, an den Schüler oder Studenten, eventuell plus Steuern. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist mit Bildungsinstituten. Endkonsumenten können es dann für $329 kaufen. Da kommt dann jeweils nach Bundesstaat auch noch die Steuer drauf. Dann gab es noch ein paar Verwaltungstools, wie man auch über den Mac diverse iPads in der Schule verwalten kann und noch vieles mehr, was ihr euch gerne in den Link, den ich in den Shownotes habe, durchlesen könnt. Das Interessanteste war wohl die Hardware und die ist jetzt auch nicht so der Riesenpullover gewesen, wie ich finde. Was aber parallel passierte bei Apple im Store, ist vielleicht mehr so der Brüller für viele, denn Apple verkauft jetzt endlich die Magic Mouse 2, das Magic Trackpad 2 und das Magic Keyboard in Space Gray ohne den iMac Pro. Ja, der hat ja dann eher so mit $5,000 zu Buche geschlagen und dann bekam man alles schön in Space Gray und jetzt kann man die Sachen auch endlich einzeln kaufen. Aber Apple wäre nicht Apple, wenn Apple nicht sagt, ja, Space Gray ist trotzdem noch exklusiv und kostet mehr. Beispielsweise die Maus, normal in Silber $79. In Space Gray dann 99, beim Keyboard und beim Trackpad statt 129 dann 149. Tja, muss man selber entscheiden, ob einem das wert ist, aber schön sehen die schon aus, muss ich zugeben. Ja, und der zweite große Event gestern, das war der Huawei Event in Paris, wo, das wusste man auch schon vorher, das P20 und P20 Pro vorgestellt wurde. Der Martin war vor Ort, wird bestimmt da auch noch auf den diversen Kanälen, die wir im Geek Talk haben, laut geben, was so passiert und auch ein paar Videos und Texte produzieren. Aber ganz kurz zu den Geräten. Es wurde natürlich, wie gesagt, das P20 und P20 Pro vorgestellt in den Farben Graphite, Black, Midnight Blue, Pink Gold und Twilight. Das ja, große Interessante sind eigentlich die Kameras. Das P20 Pro kommt mit einer 40-Megapixel-Kamera. Zusätzlich hat es eine 20-Megapixel-Schwarz-Weiß-Kamera und eine 8-Megapixel-Teleobjektiv-Kamera. Also hinten sind drei Linsen auf dem Smartphone mit Leica-Objektiven. Das ja, sieht man auch eher selten. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn die Konkurrenz da auch wieder bald nachzieht. Denn es ist ja am Ende des Tages ein Hin und Her. Das normale P20 hat dann nur 20 Megapixel und
ja, das reicht auch für die meisten, wie ich finde. Wenn ihr noch mehr Details haben möchtet, dann lest euch hier auch gerne wieder den Artikel durch, den wir verlinkt haben. Ansonsten, es ist wieder ein neues Smartphone. Von vorne sieht es ähnlich aus. Es hat auch einen Notch wie das iPhone X. Und ja, kommt mit Android 8. Wer also aus dem Android-Lager ist, hat hier vielleicht die Möglichkeit, an ein sehr gutes neues Flagship zu kommen, was preislich auch, glaube ich, ganz attraktiv in den Markt kommen wird. Ja, und wie gesagt, Martin wird da bestimmt noch Infos raushauen. Ich würde einfach sagen, für heute das war's. Die beiden Events haben halt viel überschattet, aber da wurde nicht viel anderes an Neuigkeiten präsentiert. Deswegen hoffentlich haben wir morgen mehr, dann ist der Martin wieder für euch da. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.